1970 vor Christus. Das alte Ägypten trauert. Im Tal der Könige richten Handwerker hastig ein provisorisches Grab her. Pharao Tutanchamun ist tot, gestorben im Alter von nur 19 Jahren. Die Grabanlage ist eigentlich zu klein für einen König. Sie hat nur 4 enge Kammern. Doch ihre Ausstattung sollte einem Pharao mehr als angemessen sein. Der Thronsessel zeigt den jungen König und seine Frau. Er ist ganz und gar mit Gold überzogen. Der innerste der 3 Särge besteht aus purem Gold und wiegt über 1 Tonne. Auch die Totenmaske der Mumie ist aus dem gelben Edelmetall getrieben. Ein Meisterwerk ägyptischer Goldschmiedekunst. Tutanchamuns Grab ist das einzige im Tal der Könige, das unversehrt blieb. Seine Schätze legen beredtes Zeugnis ab vom goldenen Zeitalter des alten Ägypten. Vier Jahrhunderte lang bestattete man die Pharaonen im Tal der Könige. Ihre Gräber wurden aus dem Fels herausgeschlagen. Die Sargkammer hieß Goldhalle. Wegen seines Glanzes und seiner Beständigkeit nannte man das Gold göttlich und Fleisch des Sonnengottes Ra. Dem Metall wurden übernatürliche Kräfte zugeschrieben. Der Pharao war der Sohn des Ra, ein Gott auf Erden. Der verstorbene König wurde mit Gold umhüllt. Das Fleisch der Götter sollte ewiges Leben garantieren. Doch alles war vergeblich. Schon in der Pharaonenzeit drangen Grabräuber in die Kammern ein, plünderten sie aus und schändeten die Mumien. Im Mumiensaal des Ägyptischen Museums in Kairo sind die Überreste einiger der mächtigsten Pharaonen ausgestellt. Thutmosis der I., Thutmosis der II., Thutmosis der IV., Setos der I. und Ramses der Große. Tutanchamuns Name war aus der Königsliste getilgt worden, sein Grab in Vergessenheit geraten. Im Jahr 1922 wurde es wiederentdeckt, die größte archäologische Sensation aller Zeiten. Mit einem Mal wurde Tutanchamun zum bekanntesten Namen der ägyptischen Geschichte. Die Grabschätze Tutanchamuns vermitteln eine Ahnung von Macht und Reichtum der Pharaonen im goldenen Zeitalter Ägyptens. Das Land am Nil besaß scheinbar unerschöpfliche Goldvorräte. Sie kamen aus den Minen in der Ostwüste und vor allem aus Nubien im heutigen Sudan. In Ägypten, so schien es, war so viel Gold vorhanden wie Staub. Ich machte Götterstatuen aus Gold und Elektrum, verziert mit Lapislazuli und Edelsteinen, verkündet eine der Grabinschriften Tutanchamuns. Ich ließ neue Schiffe bauen und sie mit Gold beschlagen, sodass ihr Glanz den Nil erhellte.
Tutanchamun war einer der 14 Könige der 18. Dynastie. Ihr Stammvater Achmose I. begründete 1550 vor Christus das Neue Reich, das größte Imperium, das die Welt bislang gesehen hatte. In seiner Glanzzeit erstreckte sich der Einflussbereich Ägyptens im Norden bis an den Euphrat und im Süden bis zum 4. Nilkatarakt. Achmose hatte eine Zeit des Niedergangs und der Ohnmacht beendet. 100 Jahre lang war das Land fremden Herren untertan gewesen. Diese Herrscher Ägyptens, die Hyksos, stammten aus Kanaan. Von ihrer Machtbasis im Nildelta aus kontrollierten sie die lukrativen Handelsrouten im östlichen Mittelmeerraum. Hyksos verfügten über eine überlegene Waffentechnik. Sie führten eine wirksame Streitaxt. Mit ihren zusammengesetzten Bogen erzielten sie eine größere Reichweite. Doch am erfolgreichsten war eine die Kriegsführung revolutionierende Neuerung: ihre Beweglichkeit. In von Pferden gezogenen Streitwagen preschten die Hyksos über das Schlachtfeld und brachten Tod und Verderben. Ganz Ägypten beugte sich der Fremdherrschaft. Doch im Untergrund wuchs der Widerstand. Die Fürsten von Theben fühlten sich als legitime Nachfolger der wahren Herrscher Ägyptens und lehnten sich auf. Einer von ihnen, König Sekenenrata, bezahlte dafür mit seinem Leben. Dr. Mohamed Saleh, der Direktor des Ägyptischen Museums in Kairo, präsentiert den schrecklichen Beweis. Das ist die Mumie von Sekenenrata, der im Kampf gegen die Hyksos gefallen ist. Als wir sie untersuchten, kamen die tödlichen Wunden zum Vorschein. Das Gesicht ist noch vom Todeskampf verzerrt. Diese Verletzungen gehen auf Waffen zurück, die vor den Hyksos in Ägypten unbekannt waren. Die Streitaxt der Hyksos war eine furchtbare Waffe. Mit der schmalen Klinge ließ sich ohne weiteres ein Schädel spalten. Der Aufstand Sekenenratars gegen die erniedrigende Fremdherrschaft war zum Scheitern verurteilt. Doch sein Sohn Kamose führte den Kampf fort. Die Stele des Königs Kamose aus Karnak berichtet davon. Ihr Text ist eine hasserfüllte Herausforderung des Hyksos-Königs Apophis. So wie der mächtige Amun nicht zurückweicht, werde auch ich nie aufgeben. Betrittst du unsere Felder, werde ich dich verfolgen. Widerwärtiger Asiate, ich will den Wein deiner Reben trinken, dein Haus zerstören und deine Bäume fällen. Die Hauptstadt der Hyksos war die Festung Awaris im Nildelta. Von hier aus beherrschten sie Ägypten 100 Jahre lang. Dann verschwand die Stadt aus der Geschichte. Genauso wie später das Grab Tutanchamuns.
Als mächtiger Strom zieht der Nil durch Ägypten, bevor er sich teilt und die Flussarme das fruchtbare Schwemmland des Deltas bilden. Hier lag die Hauptstadt der Hyksos. Doch ihre genaue Lokalisierung war mehr als ein Jahrhundert eine der großen offenen Fragen der Archäologie. Erst 1975 suchten österreichische Forscher unter Leitung des Wiener Archäologen Manfred Bitak an der richtigen Stelle. Am Tell el-Dabar fanden sie unter meterhohen Ablagerungen das antike Awaris. Tell bedeutet Hügel und ist die übliche Bezeichnung für antike Siedlungen. Probebohrungen im Tell förderten Keramik zutage. Für Bitak ein Hinweis auf Awaris. Ihm war klar, dass die Scherben nicht ägyptischen Ursprungs waren. Wie die danach freigelegten Tempel und Wohngebäude glichen sie Funden in Syrien und Kanaan. Auch die Waffenfunde aus dem Tell waren typisch für die Hyksos. Doch erst in den 90er Jahren machte Bitak seine wohl wichtigste Entdeckung: die Überreste eines befestigten Palastes. In dem von mächtigen Mauern umgebenen Areal war die stark befestigte Zitadelle der prominenteste Platz in strategisch günstiger Lage an einem ehemaligen Nilarm. Bitak ist davon überzeugt, dass der Hyksos-König hier residiert hat. Nach Kamoses Drohung, Awaris anzugreifen und die Hyksos zu vertreiben, schmiedete Apophis einen schlauen Plan. Im Norden des heutigen Sudan lag das Königreich Kusch. Seine Hauptstadt war Kerma. Um 1555 vor Christus verließ ein Bote in geheimer Mission Awaris, um auf Wüstenrouten in Richtung Kerma zu eilen. Aber dort kam er nie an. 1991 untersuchten John und Deborah Darnell von der Universität Chicago die Wüste nordwestlich des antiken Theben. Dabei stießen sie auf eine uralte Karawanenstraße, deren Verlauf noch deutlich zu erkennen war. Die Route führte sie zu einem Felsen, dem sie den Namen Djebel Tjauti gaben. Inschriften hatten ihre Aufmerksamkeit erregt. Der Fels war bedeckt mit Graffiti. Sie waren von rastenden Reisenden in den Fels geritzt worden. Bitten an die Götter, Hinweise auf wichtige Ereignisse, meist jedoch nur Namen und Titel. Auch vor 4000 Jahren hatte man schon das Bedürfnis, sich mit einem "Ich war hier" zu verewigen. Sogar richtige Kunstwerke waren darunter.
Dies ist wohl eine der schönsten Hieroglyphen hier in Tjauti. Ein kleiner Horusfalke mit einer Doppelkrone. Man kann dem Künstler bei seiner Arbeit gleichsam über die Schulter schauen. Der kleine Fleck in der Mitte, eine Verfärbung der salzigen Ausblühung, muss ihn an die Silhouette eines Falken erinnert haben. Und er wählte genau diese Stelle, um sein Werk zu akzentuieren. Außerdem stellte sich heraus, dass ein Rechtshänder beim Nachzeichnen der Konturen große Schwierigkeiten hat. Erst als eine Linkshänderin es versuchte, gelang die Kopie. Daher nehmen wir an, dass auch das Original von einem Linkshänder geschaffen wurde. Nach und nach machten die Darnells ein ganzes Netz von Wüstenrouten ausfindig. Diese durchquerten in Nord-Süd-Richtung die Nilschleife von Kena und wurden mit anderen Routen verbunden, die zu den Oasen im Westen und nach Nubien im Süden führten. Für Sicherheit sorgte eine Kette von Posten, an denen Wüstenpolizei stationiert war. Was heute ein bloßer Schutthaufen ist, war damals ein bis zu 10 Meter hoher Turm. Diese Türme sollten im Krieg gegen die Hyksos eine Schlüsselrolle spielen. Diese Posten beschützten die Karawanen, die zum Djebel Tjauti unterwegs waren. Wir wissen, dass hier einst die Nordgrenze der Provinz Theben verlief. Offenbar stammen die Türme aus der Zeit Kamoses. Sie waren Stützpunkte der Wüstenpolizei, die diesen Engpass bewachten. Die Ägypter nennen ihn Tor zur Wüste, die Hintertür von Theben. Die Hyksos sollte die Hintertür von Theben jedoch ins Verderben führen. Apophis hatte gehofft, Kamose durch eine Allianz mit dem König von Kusch besiegen zu können. Er wollte eine zweite Front im Süden Ägyptens eröffnen. Doch Apophis Bote wurde auf dem Weg nach Kerma abgefangen. Der Plan schlug fehl. Als Kamose starb, waren die Hyksos noch nicht aus Ägypten vertrieben. Diese Aufgabe übernahm sein Bruder Achmose, der Gründer der 18. Dynastie. Achmose, der erste Pharao des goldenen Zeitalters, setzte alles daran, ganz Ägypten zu befreien. Um die feindlichen Hyksos mit ihren eigenen Waffen zu schlagen, verbesserte Achmose die Schlagkraft seines Heeres durch ein eigenes Streitwagenkorps. Viele Einzelheiten des Endkampfes mit den Hyksos wären wohl in Vergessenheit geraten. Hätte man nicht nahe der kleinen Ortschaft El Kab in Oberägypten bemerkenswerte Inschriften entdeckt. Wir verdanken sie der Eitelkeit eines ägyptischen Soldaten, der zufällig auch Achmose hieß und auf den Wänden seines Grabes eine Autobiografie anbringen ließ. Vivian Davies von der ägyptischen Abteilung des Britischen Museums beschreibt ihn als einen Mann, der vom einfachen Soldat zum hochdekorierten Admiral aufstieg. Die höchste Auszeichnung für einen Soldaten im alten Ägypten war das goldene Ehrenzeichen des Königs. Dieser Mann hat es 7-mal bekommen. Er musste zu seiner Zeit ein wahrer Held gewesen sein. Hier ist er sogar zu sehen, wie er das Abzeichen trägt. Der Armreif ist aus purem Gold. Achmoses erstaunliche Laufbahn begann 1530 vor Christus mit der Nilschlacht von Awaris. Hier zum Beispiel wird von einem Scharmützel nahe Awaris berichtet. Er machte Gefangene und erhielt dafür sein erstes Nebuankhenet, das goldene Ehrenzeichen.
Für jeden getöteten Feind wurde ein Armreif verliehen. Ich ergriff einen und nahm ihm die Hand weg, berichtet Achmose. Die Ägypter schlugen den gefallenen Feinden eine Hand ab, um sie zu zählen. Gefangene sah man als lebende Kriegsbeute an. Ich brachte aus Oaris drei Frauen und einen Mann. Seine Majestät gab sie mir als Sklaven. Aber die Inschrift enthält mehr als die Ruhmestaten eines Soldaten. Am wichtigsten ist folgende Information. Herr Hak Hutwaret, Oaris wurde eingenommen. Das heißt, König Achmose hatte die Hyksos geschlagen. Der Sieg über die Hyksos vereinte Ägypten nach 100 Jahren Fremdherrschaft wieder unter einem einheimischen König. Doch der Pharao wusste, der Feind würde zum Gegenschlag ausholen. Deshalb machte er zwei entscheidende Schachzüge. König Achmose zog mit seiner Armee durch die Wüste und belagerte die Hyksos-Festung Charuhein im südlichen Kanaan. Dann schmiedete er eine machtvolle Allianz. Der Stiersprung und das Labyrinth sind bekannte Motive der antiken Mythologie. Sie haben ihren Ursprung im Palast von Knossos auf Kreta, dem legendären Sitz des Königs Minos und des Fabelwesens Minotaurus. Das Reich der Minoer beherrschte mit seiner Flotte die Ägäis. Die Ausfuhr von Wein und Olivenöl machte Kreta reich. Kretische Schiffe befuhren das ganze Mittelmeer. Bis 1991 gruben Manfred Bietak und sein Team in dem Teil von Oaris, den König Achmose nach der Hyksos-Vertreibung erbaut hatte. Und wieder machte man eine erstaunliche Entdeckung. Sie stießen auf tausende von Bruchstücken minoischer Fresken. Die ersten, die man in Ägypten fand. Einige Fragmente wiesen eine frappierende Ähnlichkeit mit einem Fresko auf, das die Wände des Palasts von Knossos schmückte. Wir waren überrascht, hier Fragmente einer Szene zu finden, die das Stierspringen darstellt. Die Malweise dieses Freskos ist eindeutig minoisch und überhaupt nicht typisch für Ägypten. Es ist verblüffend, hier in Ägypten auf so etwas zu stoßen. Auch das Motiv des Stiersprungs selbst wurde bis hier nur an einer Stelle entdeckt, im Palast von Knossos. Das Stierspringen symbolisiert die Überlegenheit des Menschen über das Tier. Dieser Sport hatte rituelle Bedeutung für die Minoer und stand in enger Verbindung mit dem kretischen Königshof. Auch das Labyrinthmotiv und bestimmte Ornamente weisen deutlich auf minoische Prachtbauten hin. Das Vorhandensein solcher Darstellungen an den Wänden eines ägyptischen Palasts lässt auf enge Beziehungen schließen. Bietak glaubt, dass die zwei Mächte eine für beide Seiten vorteilhafte Allianz einging, die vielleicht durch eine Heirat besiegelt wurde. Trotz seines Sieges bei Oaris fürchtete König Achmose immer noch einen Gegenschlag der Hyksos. Doch der Angriff konnte nur vom Meer aus erfolgen. Die Minoer waren die führende Seemacht der Zeit. Durch ein Bündnis mit ihnen war die Küste Ägyptens geschützt. Für ihren Beistand wurden die Minoer reich belohnt. Schiffsladungen von Gold verließen Ägypten in Richtung Kreta. Das Vermächtnis des goldenen Zeitalters. Gold. In der Antike begehrt wie nichts anderes. Die Pharaonen taten alles, um in den Besitz des glänzenden Metalls zu gelangen. Die reichsten Vorkommen lagen in Nubien.
Nachdem er seine Nordflanke abgesichert hatte, wandte sich König Ahmose gegen den alten Verbündeten der Hyksos, das Königreich Kusch. Dieses mächtige Reich erstreckte sich von Ägyptens Südgrenze bis weit in den Sudan. Seine Hauptstadt Kerma war die älteste und größte Stadt Afrikas außerhalb Ägyptens. Heute ist Kerma ein Ruinenfeld, doch der Haupttempel blieb weitgehend erhalten. Die Einheimischen nennen den 400 Quadratmeter großen Bau Defufa. Obwohl die Zeit an den Fassaden ihre Spuren hinterlassen hat, dominiert die Defufa auch heute noch die Umgebung. ...1977 begann Charles Bonnet, der Direktor der Schweizer Archäologischen Mission im Sudan, mit der Untersuchung des Tempels. Ein Seiteneingang führt über eine Treppe zu einer kleinen Kammer, dem Allerheiligsten. Neben einem Altar aus weißem Marmor fand Bonnet Schaf- und Ziegenknochen, offenbar Überreste von Opfertieren. Wir befinden uns hier im Zentrum eines rätselhaften Monuments, der Defufa. Schon der Name ist seltsam. Er ist die nubische Bezeichnung für eine von Menschenhand geschaffene Erhebung. An diesem steinernen Altar fanden wohl die Opferriten statt. Wir denken, dass Priester auf diesem Stein Schafe töteten. The priest killed some sheep on this stone. Von der Kammer führt eine weitere Treppe aufs Dach, wo die Priester den Sonnengott verehrten. Aus etwa 17 Meter Höhe sah man über die einst prachtvolle Stadt. Zu seiner Glanzzeit um 1550 vor Christus muss Kerma ein beeindruckender Anblick gewesen sein. Eine 10 Meter hohe Festungsmauer umgab die Anwesen des Adels, den Königspalast und das Heiligtum. Die Defufa mit ihren weiß gekalkten Wänden und dem über 20 Meter hohen Pylon muss selbst die alten Ägypter in Staunen versetzt haben. Kerma lag am Nilufer, an der Haupthandelsroute von Norden nach Süden. Die Stadt verdiente nicht nur am Goldhandel, sondern kontrollierte auch das Geschäft mit Elfenbein, Ebenholz, Weihrauch, Sklaven und exotischen Tieren. Von Zentralafrika bis nach Ägypten und darüber hinaus. Kerma war die Heimat kunstfertiger Handwerker. Das sieht wunderschön aus. Sie haben recht. Das ist nämlich etwas ganz Besonderes. Ein Blick auf das Tor des alten Kerma. Wir können die Form des Tors erkennen, mit Schießscharten im oberen Teil. Denn die ganze Stadt war natürlich befestigt. Saleh Ahmed, der Ausgrabungsleiter des sudanesischen Antikendienstes, ist von den Töpferarbeiten noch mehr begeistert. Diese Keramik gehört zur feinsten der antiken Welt, mit schwarzer und roter Glasur und dünnwandig wie Eierschale. Meiner Meinung nach ist diese Schale das absolute Meisterwerk. Wissen Sie, wir haben hier auch Gold gefunden. Schließlich sind wir im Goldland Nubien. Jedermann glaubt, dass wir hier ausschließlich nach Gold suchen. Deshalb habe ich sogar Angst davor, zu viel davon zu finden. Eines der großen Rätsel von Kerma ist die Frage, wie sich die zigtausend Bewohner inmitten dieser trostlosen Wüste ernähren konnten. Um dies herauszufinden, untersuchten Derek Welsby vom Britischen Museum und sein Team ein 1800 Quadratmeter großes, bisher unerforschtes Gebiet südlich der Stadt. Dabei stießen die Archäologen auf etwa 400 antike Fundstellen.
Als sie die Koordinaten auf einer Karte einzeichneten, bildeten sie eine Linie, die dem Verlauf zweier schon seit langem ausgetrockneter Flussarme entsprach. Der ehemalige Uferverlauf lässt sich anhand des Baumbestands noch verfolgen. Der Nilkanal war an dieser Stelle etwa 70 Meter breit und floss genau nach Norden. Zusammen mit dem heutigen Flussbett schufen die beiden Kanäle in der Karma-Zeit wohl ideale Voraussetzungen für eine blühende Landwirtschaft. Die Nilarme machten weite Landstriche der Wüste fruchtbar. Kermas Bauern konnten bestes Ackerland bewirtschaften. Wir vermuten, dass von hier aus die Hauptstadt Kerma mit Lebensmitteln versorgt wurde. Sie liegt nur 55 Kilometer weiter nördlich. In vielen der antiken Siedlungen stießen wir auf Reste von Lagerhäusern. Sie waren wohl als Sammelstellen für die Lieferungen nach Kerma geschaffen worden. Derek Welsby fand noch etwas anderes heraus. Die Natur spielte Kerma und dem Königreich Kusch übel mit. Um 1500 vor Christus begannen die Nilarme auszutrocknen. Lebensmittel wurden knapp. Und genau in dieser Krisenzeit zog von Norden eine äußere Bedrohung herauf. Der Feldzug, mit dem König Ahmose den Nachbarn im Süden unterwerfen wollte, ging nun schon ins dritte Jahrzehnt. Unternubien war schon Jahre zuvor gefallen, doch der Süden leistete erbitterten Widerstand. Der Soldat Ahmose, der so tapfer in Awaris gekämpft hatte, war in der militärischen Hierarchie aufgestiegen. Sein Titel lautete nun Krieger des Königs. Allerdings diente er jetzt Thutmosis dem I. Um 1500 vor Christus unternahm der Pharao einen Vorstoß ins Herzland von Kusch, bis zum dritten Nilkatarakt. Die Entscheidungsschlacht stand bevor. Nördlich von Kerma trafen die beiden Armeen aufeinander. Die Nubier wurden von ihrem König angeführt. Seine Majestät Thutmosis schoss und sein erster Pfeil durchbohrte die Brust des Feindes, berichtet Ahmose. Die Feinde flohen und wir schlachteten sie ab. Viele nahmen wir als Sklaven gefangen. Der Pfeil steckte noch in der Brust des nubischen Anführers, als er kopfüber am Bug von Thutmosis Schiff aufgehängt wurde. Der Pharao ließ Kerma plündern und brandschatzen. Diesen Sieg dokumentieren Felsinschriften, die man in Tombos entdeckte, nicht weit vom antiken Kerma entfernt. Er vernichtete den König der Nubier, keiner von ihnen überlebte. Die nubischen Bogenschützen wurden niedergemäht, ihre Eingeweide füllten das Tal, ihr Blut strömte herab wie Regen. Mit der Eroberung von Kusch hatte Ägypten Zugriff auf die reichsten Goldvorkommen der Antike. Riesige Mengen Gold und exotische Güter aus Afrika füllten die Schatzhäuser des Pharaos. Auf Wandmalereien ist zu sehen, wie Nubier Tribut in Form von Gold entrichten. Das Metall wurde gewogen und von Schreibern sorgfältig registriert. Inschriften aus der Zeit Thutmosis III., des Enkels des Eroberers von Kusch, enthüllen Atemberaubendes. In 3 Jahren seiner Regierung wurden 9000 Deben Gold aus Nubien geliefert. Umgerechnet mehr als eine Tonne, selbst heute noch Millionen wert.
Durch eine geschickte Assimilierungspolitik suchten die Ägypter, Nubien in ihr Reich einzugliedern. Die Söhne nubischer Fürsten kamen als Geiseln an den Pharaonenhof und wurden zusammen mit den Prinzen erzogen. Sie lernten die ägyptische Sprache, kleideten sich ägyptisch und nahmen sogar ägyptische Namen an. So vorbereitet schickte man sie als Sachwalter ägyptischer Interessen zurück in ihre Heimat. Der Vizekönig von Kusch war Statthalter in Nubien. Als Aufseher des Goldlandes hatte er die Aufgabe, den Goldstrom nach Ägypten nicht versiegen zu lassen. Einer der berühmtesten Vizekönige war Merimose, der dieses Amt 30 Jahre lang unter Amenophis III. Innehatte. Am Fels von Tombos hat er sich verewigt. Die Felsdele zeigt sein Bild und die von Kartuschen umschlossenen Namen seines Herrn. Darunter sieht man die Darstellung zweier gefangener Nubier, ein Symbol ägyptischer Herrschaft. Merimose wurde in Anerkennung seiner Dienste reich belohnt. Er erhielt vom Pharao ein stattliches Grab in Theben mit drei herrlich verzierten Sarkophagen. Es war sein Herr, Amenophis III., der 9. Pharao des Neuen Reiches, unter dem das goldene Zeitalter seinen größten Glanz entfaltete. Amenophis führte den Titel »Die strahlende Sonne Ägyptens«. Als er 1351 vor Christus starb, dürfte er der reichste Mann der Welt gewesen sein. Die Pracht seines Hofes kannte nicht ihresgleichen. Während seiner fast 40-jährigen Regierung drückte Amenophis dem Niltal seinen Stempel auf. Er baute den herrlichen Luxor-Tempel, ließ den Amun-Tempel von Karnak erweitern und hunderte von Statuen errichten. Am bekanntesten sind die Memnonskolosse bei Theben. Im Ausland beneidete man die Ägypter um ihren Reichtum. Nie genoss der Pharao ein höheres Ansehen. Fremde Könige schrieben ihm schmeichlerische Bittbriefe. Großer König von Ägypten, mein Bruder, in deinem Land gibt es Gold wie Staub auf der Straße. Weshalb bist du damit nicht freigebiger? Ich baue gerade einen neuen Palast. Schick mir so viel Gold, wie ich brauche. Doch während dieser Zeit floss mehr Gold nach Ägypten als aus dem Land heraus. Und auch die Untertanen des Pharaos bekamen etwas davon ab. Höchstes Ziel der ägyptischen Elite war der Besitz einer Grabkammer, eines Hauses für die Ewigkeit. Diese Grüfte waren prächtig ausgemalt. Auf einem Hügel am Westufer des Nils bei Theben liegt das Grab eines königlichen Dieners namens Su-em-Niut. Er wurde von seinem König Amenophis II. Reich mit Gold beschenkt. Die Ägyptologin Betsy Bryan von der Johns Hopkins Universität in Baltimore meint, Su-em-Niut sei reich genug gewesen, um seine Grabkammer aufs Prächtigste ausstatten zu lassen.
In dieser Ecke hier sehen wir das Werk eines wahren Meisters. Er brauchte nicht einmal Hilfslinien für sein Gemälde, die man sonst überall an den Wänden der Kammer sieht. Er kam einfach hierher und malte die Umrisse des Königs freihändig mit einem winzigen Pinsel, bis sie so aussahen, wie er es sich vorstellte. Dann malte er die Figur farbig aus. Diese Königsfigur war wohl schwarz, als Zeichen der Wiederauferstehung. Andere dagegen hatten eine gelbe oder rote Haut. Ohne ein Quadratnetz war es sehr schwierig, die Proportionen richtig hinzubekommen. Aber unser Maler hat sein Werk trotzdem perfekt ausgeführt. Nur ein Meister seines Fachs konnte eine Wand freihändig bemalen. Anfänger dagegen mussten sich an Hilfslinien orientieren. Doch egal, ob Meister oder Schüler, es gab immer Künstler, die begabter waren als andere. In diesem hinteren Bereich ließ man, wie wir feststellen können, schlecht ausgebildete Künstler malen. Vielleicht waren es Lehrlinge oder ältere Maler am Ende ihrer Karriere. Hier gibt es einen, dem wir den Spitznamen der Gelbe Alte gegeben haben. Seine einzige Aufgabe bestand offensichtlich darin, die gelbe Farbe aufzutragen. Doch leider scheint sein Augenlicht nicht mehr das Beste gewesen zu sein. Die Umrisse aller Figuren, die gelb enthalten, sind zwar perfekt gezeichnet, nur hat sich der gelbe Alte nicht darum gekümmert und einfach schlampig darüber gemalt. Anfänger konnten sich in den Grabkammern der Oberschicht schulen. Für ein Königsgrab kamen nur die allerbesten Künstler in Frage. Das größte und prächtigste Grab im Tal der Könige ist das von Sethos dem I. Dieses Grab gehört zu den wenigen, die überhaupt vollendet wurden. Es besteht aus mehreren Räumen und Korridoren. Die Sargkammer liegt etwa 100 Meter vom Eingang entfernt. Eine solche Grabanlage aus dem Fels zu hauen, dauerte mindestens 2 Jahre. Sie auszuschmücken, nahm noch viel mehr Zeit in Anspruch. Um diesen enormen Arbeitsaufwand zu bewältigen, unterhielt der König ein festes Kontingent von Handwerkern und Künstlern. Eine Wegstunde vom Tal der Könige entfernt, lag eine Siedlung, die Ort der Wahrheit genannt wurde. Heute heißt der Platz Der el-Medina. Hier lebten Steinmetze, Maler und Zimmerleute. Handwerker, die ihr Können an ihre Söhne weitergaben. Die meisten konnten lesen und schreiben. Auf Papyrus, Tonscherben und Kalksteinsplittern, Ostraka genannt, hielten sie von Essensrationen bis hin zur Schichteinteilung alles Mögliche schriftlich fest. Dass die Nekropolenarbeiter gut situiert waren, zeigt die Ausstattung ihrer eigenen Grabkammern. In Ägypten herrschte Wohlstand. Doch am Horizont brauten sich Gewitterwolken zusammen. Sethos I. starb 1290 vor Christus. Die Götter, deren Gunst das Land so lange erfahren hatte, schienen sich von ihm abzuwenden. Im Norden bedrohten die Hethiter das ägyptische Imperium. 1274 vor Christus musste sich Sethos Nachfolger Ramses II. Dem Feind bei Kadesh in Syrien stellen.
An den Tempelwänden wird diese Schlacht als großer Sieg des neuen Königs gefeiert. Doch in Wirklichkeit endete sie mit einer Pattsituation und dem ältesten Friedensvertrag der Geschichte. Die Schlacht von Kadesh markiert den Anfang vom Ende des imperialen Zeitalters. Die Goldlieferungen aus Nubien gingen langsam zurück. Klimaveränderungen ließen die Wüste noch trockener und unpassierbarer werden. Der letzte große Pharao des neuen Reichs, Ramses III., konnte dem Tempel von Karnak nur magere 9 Deben Gold übergeben. Eine lächerliche Menge im Vergleich zu früheren Zeiten. Doch manche Ägypter fanden einen viel einfacheren Weg, um an Gold zu kommen. Einst treu ergebene Handwerker plünderten nachts die königlichen Grabkammern. Diese Niederschrift einer Gerichtsverhandlung enthält das erstaunliche Geständnis eines Steinbrucharbeiters namens Amunpanefer. Wir öffneten den äußeren und inneren Sarg und fanden die Mumie des Königs. Um seinen Hals hingen goldene Amulette und Schmuckstücke. Wir raubten das meiste und teilten die Beute unter uns auf. Jeder erhielt 20 Deben. Dann verbrannten wir die Mumie. Der letzte König des goldenen Zeitalters, Ramses XI., glaubte selbst im Tod nicht mehr sicher zu sein. 1070 vor Christus verließ er Theben, ohne sein Grab vollendet zu haben. Kein Pharao sollte sich je wieder im Tal der Könige beisetzen lassen. Es war eine Ironie des Schicksals, dass die größte Gefahr für die Königsgräber nicht von den Grabräubern, sondern von der damaligen ägyptischen Regierung selbst ausging. Im politischen und wirtschaftlichen Chaos brach die Verwaltung zusammen. Ägypten wurde zweigeteilt. Angesichts der Goldknappheit stellten die Königsgräber eine unwiderstehliche Versuchung dar. Unter dem Vorwand, die verewigten Könige vor Räubern zu schützen, wurden die Mumiengräber systematisch geöffnet, ihre wertvollen Beigaben entfernt und die Mumien in geheimen Verstecken beigesetzt. Dort sollten sie für die nächsten 3000 Jahre auch bleiben. Erst im 19. Jahrhundert entdeckte man die Königsmumien wieder und brachte sie ins Museum nach Kairo. Ein Pharao entging allerdings diesem Schicksal. Noch heute vermittelt uns das Grab Tutanchamuns eine vage Vorstellung von den unglaublichen Reichtümern des goldenen Zeitalters Ägyptens.